Uwe. 4:3 gewonnen beim FC Hennef, nach 9 Jahren mal wieder für die Fortuna ein Finale. Macht das ein bisschen stolz? Sollte es eigentlich tun, wobei logischerweise ja, die zweiten 45 Minuten oder 47 Minuten natürlich viel zu aufregend waren und vor allen Dingen von unserer Seite aus auch viel zu schlecht waren, um da jetzt Purzelbäume zu schlagen. Also ich glaube, wir haben sehr, sehr zweckmäßig in der ersten Halbzeit gespielt. Wir hatten den Gegner gut analysiert, haben die Räume, von denen wir wussten, dass sie sich ergeben, hervorragend bespielt, haben aus stillstehenden Bällen das Optimum herausgeholt und dann jeweils eigentlich eine souveräne Führung gehabt, haben es dann natürlich extremst mit dem Spiel des eigenen Ballbesitzes übertrieben, hatten da zum Teil keinen Tiefgang mehr, so kam Hennef immer wieder ins Spiel zurück. Trotzdem hatte ich so das Gefühl, dass wir gegen Ende der ersten Halbzeit eigentlich eine sehr, sehr souveräne Partie gemacht haben und durchaus die Möglichkeit gehabt hätten, das Ergebnis noch auszubauen. Ja, dann kommt eben das, was nicht passieren darf. Ne? Du hast dich noch nicht richtig wieder umgezogen und dann fällt der Anschlusstreffer. Und ich habe das eben bei den Kollegen schon mal gesagt, dann kommt mit Sicherheit so ein Effekt, den man irgendwie nicht so wirklich erklären kann. Der aber Fakt ist, der tritt dann ein, du hast was zu verlieren. Du stolperst von einer Verlegenheit in die nächste, du bist nicht mehr souverän, du hast keinen gemeinsamen Gedanken mehr auf dem Platz und dadurch machst du einen Gegner wie Hennef stark. Diese Mannschaft hat eine große Zahl hervorragender Fußballer und ich denke, auch für den Trainer ist es eigentlich kurios, dass eine dermaßen große Zahl an Großchancen vergeben wurden, denn normalerweise fällt hier nicht nur der Ausgleich, sondern bei dem Spielverlauf kann das Spiel nochmal komplett kippen und da hatten wir heute sehr, sehr viel Glück. Glück sprichst du gerade an. Jetzt ist es wirklich so weit, die Fortuna steht wieder im Finale. Gibt es von deiner Seite aus einen Wunschgegner? Nein, überhaupt nicht. Finale ist jetzt wieder ganz weit weg für mich, weil wir jetzt in den englischen Wochen es wirklich Schlag auf Schlag geht. Innerlich freue ich mich, bin ein Stück weit stolz, dass wir im Finale sind, aber ich glaube, das wird irgendwann im tiefen Mai stattfinden und jetzt haben wir eine ganze Menge Punkte noch in der Meisterschaft zu holen. Deswegen, Aufgabe ist erledigt. Ich werde dieses Spiel vor allen Dingen auch aus psychologischer Sicht nochmal tiefgreifend analysieren müssen. Denn solche Parallelen darf es logischerweise im Meisterschaftsbetrieb nicht geben. Und ansonsten hake ich das Ding jetzt erstmal ab und freue mich so ein bisschen nach innen. Okay, machen wir einen Haken dran und dann gewinnen wir gegen Bergisch Gladbach.